Wir sind wieder auf der Suche nach der Liebe für ein paar österreichische Männer und der Robert Nissel, der hat jetzt ein ganz eigenes Harem. Und ich habe 4 Frauen. Was kann ein Mann glücklicher sein mit 4 weiblichen Wesen, ein Harem? Lauter Frauen. Aber das Geschäft mit der Liebe geht natürlich auch für die anderen Männer weiter und der Otto Schindel, der übertreibt ein bisschen. Oder so, ne? Die Massage war okay, aber ich habe mich mehr als unwohl gefühlt. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Das Geschäft mit der Liebe. Wir sind jetzt in Staffel 2, Folge 5. Und wie immer, wenn ihr die ganze Folge gucken wollt oder vielleicht auch schon andere Folgen gucken wollt, denn es gibt natürlich ganz, ganz viele mittlerweile, dann schaut gerne vorbei. Ich habe euch den Link in der Videobeschreibung verlinkt. Bevor wir anfangen, natürlich nochmal der kleine Hinweis, wenn ihr mehr hiervon sehen wollt, dann unterstützt mich sehr gerne, damit die Folgen auch wirklich gut laufen. Also lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, lasst sehr gerne einen Kommentar da und vielleicht könnt ihr das auch irgendwo mit irgendjemandem teilen. Also da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Und wir fangen jetzt an mit der Geschichte, die weitergeht, von Robert Nissel. Der Robert Nissel, der hat ja seine Niki, seine neue Frau, die er aus dem Stripclub herausgeholt hat. Und mit der lief es tatsächlich nicht ganz so gut, aber er hat sich wieder mit der vertragen und jetzt soll sie erstmal für 2 Wochen bei ihm einziehen. Der Energetiker hat sich mit der jungen Gogo-Tänzerin Niki ausgesprochen und beschlossen, sie mit ihrer Mutter für 2 Wochen einzuladen. Wie ihr vielleicht gehört habt, die Frau wird aber nicht alleine bei ihm einziehen, sondern seine neue Freundin bringt tatsächlich direkt die Mutter und auch eine Katze und einen Hund mit. Und diese Vorstellung gefällt dem Robert natürlich, denn es geht ihm blendend, ausgezeichnet, perfekt. Ich kann mir es gar nicht mehr besser wünschen. Traumhaft. Und das Ganze ist tatsächlich ein bisschen seltsam, denn eigentlich stand diese Beziehung mit der Niki tatsächlich schon vor dem Aus, weil die sich wieder ein bisschen, ja, nicht so gut verstanden haben. Aber das hat sich natürlich alles wieder aufgelöst. Nein, es hat sich nicht geändert. Ich habe nur mehr Vertrauen oder ich glaube mehr, weil sie es bewiesen hat. Vertrauen baut sich auf in dem, was man sieht. Wenn sie beweist. Was hat sie bewiesen? Na, sie hat bewiesen, dass die Beziehung was wert ist. An der Stelle kommen natürlich direkt Fragen in meinem Kopf auf, ne? Wie hat sie das denn bewiesen? Also ich würde ja auf Sex tippen, aber das wäre jetzt auch nicht unbedingt ein Beweis für eine Frau, die aus dem Rotlichtmilieu kommt. Aber bei dem Robert ist es tatsächlich nochmal was komplett anderes gewesen. Sie hat ein sehr gestörtes Verhältnis zu ihrem echten Vater, den sie ja abgrundtief hasst. Und dieser Hass ist so tief verwurzelt, dass es sie eigentlich selber behindert. Als ich das jetzt zum ersten Mal gehört habe, da war mir schon wieder komplett klar, diese Frau wird Robert Nissel wahrscheinlich verarschen. Also ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass es wirklich Realität ist. Der holt eine Frau aus dem Rotlichtmilieu. Ich meine, okay, vielleicht hasst sie ihren Vater wirklich, aber was möchte sie denn dann mit Robert Nissel? Und ihr müsst jetzt auch mal auf die Nachfrage gleich achten von dem ATV-Reporter. Die ist wirklich sehr lustig. Und sie jetzt professionelle Hilfe aufgesucht hat, weil sie sagt, die Beziehung ist mir es wert. Ja, die Beziehung ist es wert. Und sie erinnern sich an ihren Vater? Nein, sie hat einen allgemeinen Hass auf Männer. Also sie hasst ihren Vater, hat dann den Robert Nissel, der wahrscheinlich ihr Vater sein könnte. Und ja, jetzt geht sie zu dem Therapeuten oder zu einer Therapeutin, weil sie eben die Beziehung haben möchte und mit diesem Hass nicht klarkommt. Also es tut mir wirklich leid, aber in meinen Ohren hört sich das alles schon wieder komplett nach Humbug an. Aber untergrundtief, das heißt nicht bewusst. Und dadurch kommt sie ein bisschen kalt drüber. Und sie fühlt selber, ist es irgendwas nicht in Ordnung. Man muss sich ja auch immer im Hinterkopf behalten, das ist ein Mann, der ja auch irgendwie geerbt hat und tatsächlich auch Geld besitzt, der eine Firma besitzt, der einfach ein normales Leben leben könnte. Und dann holt er sich Frauen aus dem Rotlichtmilieu, die ihm solche Storys erzählen. Und keine Ahnung, ich glaube halt nicht, dass die wirklich zu einer Therapeutin gegangen ist. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ich denke, sie hat ihm einfach irgendwas erzählt. Und sie bringt Tiere auch mit? Hier? Ja, ein Susi und ein Kira.
4 Meter jetzt im Hof. Was sind das für Tiere? Das eine ist eine Siamkatze, die Kira. Und das andere ist eben der kleine Hund. Der Robert bekommt also Besuch von seiner Freundin, von der Mutter und von einer Katze und von einem Hund. Und darauf angesprochen, ob das vielleicht Probleme geben könnte, so eine Katze in so einer Designerwohnung. Natürlich für den Robert nicht, denn er hat ja die Energie. Naja, die wird schon nicht zerkratzen, wir werden morgen einen Kratzbaum besuchen und das war's. Ne? Das werden wir schon beibringen. Außerdem kann ich ganz gut mit Tieren auch noch. Nicht nur mit Menschen. Ich glaube, dass die Tiere auch die Energie übertragen kann und dann werden sie genauso, nehmen sie die Ruhe an. Bei Tieren ist es ja genauso. Also er hat ja die Energie in sich und deswegen kann er natürlich auch mit Tieren gut. Ne, wenn der Robert auf einmal auf einen Löwen treffen würde, dann würde er sein inneres Chakra von Gott herauf beschwören und dann könnte er wahrscheinlich auch mit dem Löwen reden. Wir wissen es ja, der Robert, der kann alles. Der kann auch ein Bett für die Mutter aufbauen, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, das sieht wirklich ein bisschen traurig aus. Was ist, wenn die zwei Damen sagen, die Mutter hat Angst und so weiter und möchte mit ihrer Tochter im großen Bett und sie liegen dann da am Boden? Wäre das auch eine Möglichkeit, wo sie sagen würden, okay, das mache ich? Auf die Idee komme ich gar nicht und darum passiert diese Idee gar nicht, weil ich nicht auf die Idee komme. Also da auf dem Boden soll die Mutter schlafen und dass die Mutter vielleicht da nicht schlafen möchte und dass sie sagen wird, dass der Robert da schlafen soll, das wird nicht passieren, weil Robert kann sich das ja gar nicht vorstellen. Und was der Robert sich nicht vorstellen kann, das passiert auch nicht in dem Leben von Robert. Wobei, ja gut, er ist so naiv, tatsächlich kann er sich ja auch nie vorstellen, dass die Frauen ihn verarschen. Also vielleicht stimmt es sogar ein bisschen. Wäre das auch die Frau, glauben Sie, haben Sie mit Kindern über Kinder auch schon geredet mit dir? Nicht, aber das ist automatisch. Wenn es passt, passt es. Und ob es passt, das werden wir auch noch in dieser Folge erfahren. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es wird eine absolut grandiose Endnote geben. Aber der Robert, der muss natürlich auch nochmal betonen, dass er ja eigentlich gar nicht so alt ist, wie er ja eigentlich ist. Denn guck mal, seine Haut, die ist richtig wundervoll und rein. Bei mir hat die letzte Masseurin gesagt, das ist unglaublich, ich werde mit 80 auch wieder so ausschauen wie jetzt. Hat die gesagt, die eine Chinesin. Ich habe zwei chinesische Masseurinnen, die mich massieren. Ja, und die hat auch gesagt, das ist unglaublich, meine Haut. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, das ist halt einfach nur ein Arm, aber sogar seine Hände sehen aus wie ein Babypopo. Man sieht da bei den Händen bitte nichts, nee, man sieht nichts, an den Händen sieht man nichts. Wo kommt das her, dass Sie da so jugendliche Körper haben? Mama, danke. Ja, ich kann euch sagen, was meine Mama sagen würde. Meine Mama würde sagen, ja, logisch, der Mann hat auch noch nie in seinem Leben gearbeitet. Der soll mal in eine Fabrik gehen, dann gucken wir mal nach 2 Wochen, wie die Hände aussehen. Aber das hätte nur meine Mama gesagt, ne? Seine Mama hat ihm halt die besten Gene der Welt geschenkt, denn tatsächlich macht er auch gar nichts für diese wundervolle Haut. Es ist einfach nur ein Geschenk Gottes. Machen Sie was Besonderes, cremen Sie? Nicht einmal irgendwo, Sie gehen Solarium und tun nicht einmal cremen. Ach ja, der Robert ist wirklich von Gott geküsst worden und dann stellt der Reporter eine Frage, die hätte er besser nicht gestellt und ich hatte tatsächlich ganz kurz Angst, dass er jetzt die Hose aufmacht. Auf der Hand, so die Haut? Nein, das ist überall. Mein ganzer Körper besteht so. Mein ganzer Körper ist so fein, überall so fein. Ein bisschen brauner bin ich da unten. Überall so eine feine Haut. Ich meine, wir müssen dem Robert ja jetzt nicht sagen, dass er eine schlechte Haut hat, dass er hässlich ist oder so. Das ist ja auch alles vollkommen in Ordnung, aber dass man dann ja so extrem darauf abgeht, ist schon ein bisschen seltsam. Und dann warten wir natürlich auch, dass seine Freundin mit der Mama ankommt. Und deswegen hat der Robert nochmal per Telefon nachgefragt. Und ja, guck mal, wie doll die sich lieben. Freue mich schon auf dich, Schatz. Okay? Bis später. Bussi, Papa, tschüssi, Bussi. Ciao. So. Gutes Gefühl. Immer. Es ist natürlich alles perfekt. Der Robert, der hat nicht angerufen, weil er vielleicht unterbewusst ein bisschen Angst hat, dass er doch verarscht wird und dass die Frau gar nicht vorbeikommt. Aber das muss man jetzt ja auch nicht so in den Mittelpunkt stellen. Und dann erzählt der Robert auch noch ein bisschen darüber, wie die Beziehung sonst so läuft. Es ist nämlich nahezu perfekt. Gestern ist wieder was passiert, habe ich ein bisschen Stress gemacht. Eine Beziehung sagt man dann, wenn sie gut ist.
wenn Stress passiert. Das ist auch wieder eine Weisheit. Ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen soll. Eine Beziehung erkennt man daran, dass sie gut ist, wenn es Stress gibt. Und der Stress, den die beiden hatten, der sah dann so aus. Ich habe gesehen, dass sie in meiner Telefonabrechnung, weil sie ja Telefonkarten von mir hat, von der Firma, hat, habe ich gesehen, dass sie da telefoniert hat mit einer Nummer, die ich nicht kenne. Und jetzt muss man dazu sagen, dass wenn du deiner Freundin hinterher spionieren musst und du kontrollieren musst, welche Nummern sie anruft, dann ist das eventuell keine gute Beziehung. Aber in diesem Fall hat sich das natürlich perfekt aufgelöst. Und habe ich sie auch geschossen. Habe ich gesagt, ist das der Freund? Willst du mich da ausnehmen oder was? Und da hat es zum Warner angefangen, ist zu mir gekommen, da habe ich richtig gespürt, wie er das Latern hat. Da hat gesagt, tut mir leid, ich habe es dir nicht gesagt, das ist mein Bruder. Mit dem rede ich mehr als mit meiner Mutter. Also der erste Schritt, der nicht normal ist, ist ja, dass er ihr hinterher spioniert. Aber der zweite Schritt, dass er dann direkt fragt, ist das dein Freund, willst du mich ausnehmen? Eventuell sollte man dann so ein bisschen auf den Gedanken kommen, dass diese Beziehung vielleicht doch nicht so richtig ist. Aber wenn es Stress gibt, ist sie ja perfekt. Und warum haben Sie das dann geglaubt, sofort? Ja, weil ich die ganze Zeit auch mitgekriegt habe, dass sie redet. Aber sie wollte nicht trotzdem, dass ich mithöre mit ihr. Und aber es hätte ja dann trotzdem sein können, dass das der Freund ist, der wieder sagt, nimm ihn aus. Nein, das ist der Spirit, der Spirit, der Spirit. Das habe ich gespürt an ihren Tränen, die echt waren. Das merken wir uns auf jeden Fall mal, denn der Robert hat das gespürt. Denn der Robert ist ja auch noch nie verarscht worden. Der hat ja so eine unfassbar gute Menschenkenntnis. Da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Aber dann ist es tatsächlich passiert, die Frau ist mit ihrer Mutter und mit den beiden Tieren angekommen. Und ich habe 4 Frauen. Was kann ein Mann glücklicher sein mit 4 weiblichen Wesen, nach Harem? Lauter Frauen. Susi. Lauter Frauen. So, und dann gibt es einen Schnitt. Und jetzt geht es 2 Tage später weiter, wo wir sehen, dass die Putzfrau von dem Robert eben gerade ja ein paar Sachen aufräumt. Und wir erfahren tatsächlich, die Frauen sind alle schon wieder weg. Wie lange war die Dame da? 2 Tage, die Dame. Ja, eigentlich war das ja für länger geplant, aber tatsächlich sind die beiden dann nach 2 Tagen wieder geflohen. Die große Frage ist natürlich, warum denn? Ich glaube, die Mutter, sie hat auch gesagt, die Mutter hat sie verändert. Die Mutter ist dazugekommen und plötzlich war sie anders, gell Sophie? Dann war alles irgendwie anders. Ja. Irgendwie anders mit der Mutter. Aber was hat die Mutter denn gemacht, Robert? Wie genau war sie denn plötzlich anders? Distanzierter. Distanziert. Distanz. Sofort auf Distanz gegangen. Nicht herzlich, nicht lieb. Und dann zählt der Robert so ein paar Dinge auf, wo sie sich eben anders verhalten hat. Und ich frage mich tatsächlich, habt ihr nicht auch irgendwie Mensch, ärger dich nicht gespielt oder so? Also, was für Dinge hast du denn mit den Frauen gemacht? Egal, ob jetzt filmen, fotografieren, kuscheln, Badezimmer, alles nein, ausgesperrt, das Badezimmer schon am Samstag war das in Slowakei. Ausgesperrt, immer nur nehm. Ja gut, das bedeutet, der Robert wollte halt irgendwelche Aufnahmen von seiner jungen Freundin machen. Der Robert wollte seine junge Freundin begrabbeln, was jetzt natürlich normalerweise normal wäre in einer Beziehung, aber ja, anscheinend war es keine richtige Beziehung. Und die Mutter hatte da wohl keine Lust drauf und dann sind die einfach beide wieder abgedampft. Jetzt rammen wir wieder weg und so schnell kommt mir jetzt niemand mehr. Jetzt sag ich nehm. Es wäre für den Robert tatsächlich richtig gut, wenn er endlich mal nicht so schnell irgendeine Frau aus dem Rotlichtmilieu an sich ranlassen würde. Aber irgendwie kann ich ihm das auch nicht ganz glauben. Und er ist auch immer noch verwundert über all das, denn er konnte seine Freundin gar nicht anfassen. Und in der Früh, wenn ich sie ein bisschen berührt habe, 2-mal passiert ist, so richtig erschrocken, wie wenn ich war der Teufel, der jetzt da kommt. So, um Gottes Willen, wer bist du? Und das ist... Ich meine, das ist natürlich schon ein bisschen seltsam, weil angeblich sollen die ja zusammen gewesen sein. Und vielleicht hat sie sich auch ein bisschen geschämt wegen ihrer Mutter. Aber eigentlich passt das alles so gar nicht miteinander zusammen. Vor allen Dingen, weil der Robert auch sagt, also laut seiner Aussage, hatten die beiden wohl schon mal Sex. Ja, wie gibt's das? Sie haben vorher ja einmal schon ja, Sex Ja, das gehabt, war ein Zufall. Der Probesex war ein Zufall. Weil sie wollte es. Das ist ja passiert. Das war nicht mit Absicht. War sie da betrunken, oder? Nein, sie war aber gut drauf. Und mit meiner Energie
war sie noch besser drauf. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Also Punkt Nummer 1, warum nennt er das Probesex? Das hört sich wirklich ganz seltsam an. Und Punkt Nummer 2, okay, sie war wohl nicht betrunken, aber das mit seinen Energien hört sich auch wieder seltsam an. Aber es hat dann auch nicht irgendwie einen Tag, eine Woche, einen Monat lang gehalten, dass die beiden sich mögen und Sex miteinander haben, sondern am Tag danach war plötzlich schon alles anders. Und sie war motiviert und das war es, aber nur Zufall. Und am nächsten Tag war alles anders sofort. Da habe ich mir gedacht, darum habe ich gedacht, das ist die Frau, das ist sie. Aber es war dann plötzlich alles anders. Sie hat dann begonnen zum Nachdenken, zum Spielen. Und sobald Menschen beginnen zu spielen, ist dann schon wieder vorbei. Und das passt ja auch alles irgendwie gar nicht zusammen, weil warum sollte es denn jetzt an der Mutter gelegen haben, wenn die Frau sich von Anfang an so komisch verhalten hat? Und warum hat der Robert dann mit der Frau überhaupt eine Beziehung haben wollen? Aber gut, ich kann schon verstehen, sie hatte tatsächlich Sex mit ihm und da dachte er natürlich, das ist eine Frau, die wirklich was von ihm möchte, weil mit allen anderen Frauen wird er wahrscheinlich nie Sex gehabt haben. Sind Sie enttäuscht diesmal? Nein, ich habe keine Abhängigkeit. Ich bin kurz traurig, aber meine Abhängigkeit ist sofort wieder weg. Gibt es Momente, wo Sie auch weinen, wenn Sie traurig sind? Nein, sowas kenne ich gar nicht. Ein Robert Nissel besitzt nämlich keine Tränendrüsen und dann äußert er sich tatsächlich echt unter der Gürtellinie. Also klar, er wurde wieder verarscht und so, aber ja, es ist trotzdem, hört sich das alles nicht gut an. Weil ich es ja gar nicht zulasse soweit. Weil die das nicht wert sind. Ein Mensch, solche Menschen sind, haben keinen Wert. Die sind nicht wertvoll. Man muss auf der einen Seite ein bisschen Verständnis haben für den Robert. Er wurde anscheinend schon wieder verarscht von irgendwelchen Frauen. Auf der anderen Seite so über Menschen zu reden, dass sie nicht wertvoll sind, das ist auch ein bisschen ekelig. Und ja, alles in allem eine sehr verrückte Geschichte. Aber immerhin hatte er einmal Sex. Wobei, das hätte er eventuell auch billiger bekommen können. Wir machen dann aber weiter mit den anderen Männern. Wie es mit Robert weitergeht, das sehen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und unser Mario Orsolic, unser Otto Schindel und unser Chicken Charlie, die sind ja alle zusammen auf der Reise. Und der Mario, der schnappt sich direkt mal wieder seine Ivetka, denn er ist eventuell ein bisschen verliebt. Und während es für Mario Orsolic ganz gut läuft, denn er macht sich ja gerade so ein bisschen seine Ivetka klar, läuft es für die anderen beiden Männer nicht ganz so gut. Der Waldviertler konnte sich bis jetzt noch für keine der alleinstehenden Frauen entscheiden. So wie der Schlagersänger Otto Schindel, der nach einer durchzechten Nacht Schwierigkeiten hat, ins Wasser zu steigen. Aber wir können die Daumen drücken für Mario und als er dann so ein bisschen mit seiner Ivetka im Wasser am Kuscheln ist, da hat sich wohl auch was in seiner Hose gemeldet. Es redet ein bisschen was bei mir. Wie meinst du das? Na so. Ich spüre ein bisschen Chemie, ich spüre ein bisschen. Nach dem Ganzen sind die dann mal mit einem Dolmetscher zu der Ivetka gegangen und wollten fragen, ob sie sich denn auch in den Mario verliebt hat. Aber da war die Ivetka tatsächlich noch ein bisschen zurückhaltender. Sie kann das jetzt nicht sagen, weil die Barriere ist die Sprache jetzt zur Zeit. Also die sprechen nicht miteinander zu viel. Aber kann man natürlich auch verstehen, die Sprache ist noch eine große Barriere. Bleibt also abzuwarten, wie sich das alles weiterentwickelt. Der Otto Schindel, der ist dann übrigens wieder auf sein Zimmer gegangen, denn dem ging es gar nicht gut. Er hat dann wohl am letzten Abend ein bisschen zu viel getrunken. Ich fühle nicht dumm oder irgendwas, das habe ich nicht, aber Kopfweh, ja, und Übelkeit halt, ne? Während der Otto Schindel dann also zu Hause geblieben sind, ist der Mario Orsolic und der Chicken Charlie zusammen mit der Ivetka und den anderen Frauen in eine Roma-Siedlung gefahren, denn tatsächlich kommt Ivetka von dort. Roma und Sinti machen über 10% der slowakischen Bevölkerung aus. Von der Mehrheit der Slowaken ausgegrenzt, leben sie in bitterer Armut, ohne fließendes Wasser und meist nur von einer geringen Sozialhilfe. Ist auf jeden Fall interessant, da mal einen Blick reinzubekommen. Ist natürlich die Frage, ob das heutzutage immer noch so ist oder ob das alles schon ein bisschen mehr zusammengewachsen ist. Aber ich habe tatsächlich keine Ahnung. Für den Mario Orsolic war das aber alles nicht ganz so schlimm. Ist das ein Problem für Sie? Nein, ist kein Problem für mich. Ich bin viel gewöhnt.
Ich stehe auf keinen Luxus oder irgendwas, mir ist es egal, eigentlich alles. Aber logischerweise ist das für Mario Orsolic kein großes Problem, denn er wird da ja auch nicht wohnen. Aber wenn er jetzt mit der Ivetka zusammenkommen würde, könnte es ja sein, dass die Ivetka möchte, dass er eben auch finanziell ein bisschen die Familie unterstützt. Aber auch das wäre jetzt kein großes Problem. Geldmäßig wird es kein Problem sein, glaube ich. Dass sie auch sie unterstützen, das ist ein unterstützt, vielleicht war auch kein Problem, glaube ich. Nicht. Wird 200 Euro im Monat oder was, wird kein Problem sein. Nicht? Also, wenn es zu dieser Beziehung kommen würde, dann würde der Mario Orsolic auch 200 Euro im Monat für die Familie springen lassen. Ja, wenn das nicht eine Motivation ist, dann weiß ich auch nicht. Ivetka ist vor 10 Jahren aus dem kleinen Haus ausgezogen und hat in einer größeren Stadt ein eigenständiges Leben begonnen. Auf jeden Fall Respekt für die Ivetka, für ihren Werdegang. Und dann ist diese Reise auch vorbei gewesen und der Mario Orsolic, der verabschiedet sich dann. Und ich weiß, ich sag das immer mal wieder und es ist vielleicht auch ein bisschen nervig, aber ich muss sagen, zwischendrin hat man auch immer das Gefühl, der Mario ist auch so ein bisschen der sympathischste, auch wenn er natürlich ein bisschen seltsam ist. Tschüss, Papa. Pomme. Tschüss, Papa. Ciao, Papa. Hey, na feste Buse, check am Start. Tschüss. Ujo. Auch wenn er ein bisschen komisch ist, trotzdem hat er immer wieder diese schönen Momente, wo man das Gefühl hat, dass er auch wirklich ein Herz hinter seiner harten Schale hat, oder? Naja, wir machen dann weiter mit dem Otto Schindel, denn der ist ja dann zu Hause geblieben, also im Hotel, und der ist ein richtig guter Masseur. Wie lange machen Sie das schon mit der Massage? Wo haben Sie das gelernt? Das habe ich mir selbst angelernt. Bei den Kollegen, aber nicht firmenmäßig, nicht nur so mit privat. Und das Massieren, das macht ja Otto sehr gerne, weil er dabei natürlich auch schöne Frauen ja massieren kann und berühren kann. Und dann hat man auch gefragt, ob das vielleicht schon dazu geführt hat, dass er damit die ein oder andere Frau ja rumkriegen konnte, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. In dem Fall keine so eine richtige Bettgeschichte hat es nicht gegeben. Vielleicht streicheln oder kuscheln oder irgendwas, aber. Ich bin nicht so der Typ, wandern möchte es für mich haben und nicht nur, dass ich jetzt ein Streicheln darf und massieren und nächste Woche ist futsch, nicht? Also wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann hat der Otto gerade gesagt, dass er das auch gar nicht möchte, irgendwie so eine Bettgeschichte, er möchte dann schon wirklich eine richtige Beziehung und alles andere ist nicht so in seinem Interesse, was natürlich eine gute Aussage ist. Und dann kommt auch schon die erste Frau für die Massage und achtet mal jetzt auf den Otto. Ich fand das ein bisschen seltsam. Die 24-jährige Susanna, die 2 Jahre in Mailand als Model arbeitete, darf als erste zur Ganzkörpermassage. Also ich weiß wirklich nicht, warum hat sich der Otto Schindel denn jetzt auch sein T-Shirt ausgezogen? Das ist doch wirklich komplett sinnfrei, oder? Also das hätte er doch auch mit T-Shirt anmachen können. Ist gut. Ist gut? Ja. Yeah. Ja? Mhm. Aber der Frau scheint es anscheinend zu gefallen. Also die Massage ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was natürlich auch eine gute Sache ist, also ne, da will ich ihm auch gar nicht jetzt reinreden, dass er ein schlechter Masseur wäre, aber der Otto kennt auch ein paar Geheimtricks, mit denen er die Frauen fliegen lassen könnte. Da gibt es 2 Punkte, die weiß aber nicht jeder. Und wenn man da im Kreis fährt, ja, 90%, ist es so, ist dann? Fast wie für die Dampf, fast wie ein Orgasmus. Also der Otto, der kennt die geheimen Techniken. Ob das am Ende stimmt, keine Ahnung. Aber die Massage war trotzdem ganz positiv, glaube ich. Die Frau hat aber trotzdem kein Interesse. Als Mensch ist er ganz humorvoll, nett und zärtlich. Aber er ist für mich uninteressant. Aber der Otto hat auch noch einen 2. Job und das ist jetzt mit einer Frau, die er auch wirklich richtig attraktiv findet. Als nächstes ist die 25-jährige Ivetka an der Reihe. Sie ist für Otto Schindel der absolute Idealtyp einer Frau. Also das ist anscheinend dann der Typ Frau, auf den Otto Schindel so richtig abfährt. Und er muss auch nur einmal kurz die Hand auflegen und er merkt sofort, die Frau ist wirklich komplett verspannt. Das sind alle verspannte Damen, das ist ein Wahnsinn. Aber diese Verspannungen, zum Beispiel Büro, Sekretärin, ne? Viel sitzen, zum Beispiel, ne? Das ist natürlich das Übel.
Dann hat der Otto mit seiner Massage angefangen und man wollte dann probieren, die Frau zu fragen, wie es ihr gefällt. Sie hat dann am Ende gesagt, dass es gut war, aber ich weiß nicht, ob sie die Frage so richtig verstanden hat. Wie ist das für Sie? Wie ist es vom Gefühl her? Angenehm, unangenehm? Hä? Zu stark? Ist es gut für Sie oder nicht gut? Ja, gut. Danke. Aber während der Massage hat es hoffentlich nicht nur der Frau irgendwie gefallen, sondern der Otto, der hatte auch richtig viel Spaß daran, weil die Frau alles hatte, was er so gerne hat an einer Frau. Sie hat ein bisschen, so, bei uns würde man sagen, Babyspeck. Und das ist das, was man da zum Beispiel... Das ist das, was Ihnen gefällt? Ja, das taugt mir. Das ist... Ja, und das ist vielleicht alles schon so ein bisschen übergriffig und dann hat der Otto auch noch eine andere Technik gezeigt beim Massieren und auch da hat er seine Hände nicht ganz unter Kontrolle. Zum Beispiel kann man es so machen. Ja, oder so, ne? Und am Ende des Tages hat er jetzt natürlich nichts extrem Schlimmes gemacht, ne? Man muss es dann auch nicht größer dramatisieren, als es ist. Aber der Frau hat es trotzdem nicht ganz so gut gefallen. Die Massage war okay, aber ich habe mich mehr als unwohl gefühlt. Ja, das kann man auch irgendwie verstehen. Ja, da fehlt vielleicht dann auch so ein bisschen die Feinfühligkeit von einem Otto. Aber vielleicht lernt er das ja noch irgendwann. Und dann gab es auch noch eine große Entscheidung, denn von den 6 Frauen, die jetzt da vor Ort sind, mussten tatsächlich 3 Stück jetzt das Hotel verlassen und wieder nach Hause fahren. Traurig? Ja. Bisschen? Ein bisschen. Tut Ihnen das leid, wenn Sie die Dame sehen, dass Sie schon... Ja, sicher tut es mir leid, ja, aber was ist der Plan ist, so ist, müssen... Ein paar nach Hause fahren, dann muss ich ja dann irgendwann entscheiden. Das bedeutet dann, in der nächsten Folge werden nur noch 3 Frauen, also die 3 Favoritinnen vor Ort sein. Und eine davon ist eben die Iwetka von Mario Orsulic. Und der würde gerne mit der heute Abend bzw. heute Nacht zusammen aufs Zimmer. Nicht anders. Ich werde bei meiner Partnerin alles probieren. Entweder es geht oder es geht nicht. Was heißt alles? Na alles, ob es bei mir schläft. Was mit mir schlaft im Zimmer oder was nicht? Und ob der Mario die Iwetka damit aufs Hotelzimmer nehmen kann, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Und damit sind wir dann auch schon wieder durch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mal wieder eine sehr wilde Folge Geschäft mit der Liebe. Ich bin wirklich gespannt, wie es bei allen Männern weitergeht. In der nächsten Folge wird unter anderem der Mario Orsulic probieren zu reiten, auch wenn ihm das nicht ganz geheuer ist. Reitlehrerin Iwetka möchte, dass sich Mario Orsulic aufs Pferd setzt. Doch dieser hat hohen Respekt vor dem großen Tier. Und es geht auch weiter mit Peter Langhammer, denn da ist die Geduld der Frau jetzt wirklich aufgebraucht. War fürchterlich, ich würde einfach sofort weggehen. Ich würde nicht weggehen, sondern würde sofort klären, was soll das. Er hat mich eingeladen und jetzt total abweisend zu mir und eigentlich keine Beachtung oder sowas schenkt. Es wird also wieder spannend. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Und wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann in irgendeinem der nächsten Videos wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.